Helen? Was? Das Bild hier muss angepasst. Okay. Holt die Taschentücher raus. Eine Ära geht zu Ende. Wie viele Jahre sind's? 21. Nach 21 Jahren ist Camilla Rentschke abgedreht für den Bremer Tatort. Nachgedacht, aber als ich vorgestern angekommen bin und ins Hotel gegangen bin, da ist mir tatsächlich aufgefallen, möglicherweise bin ich jetzt 20 Jahre immer diesen Weg vom Bahnhof zum Hotel gegangen und das mache ich dann jetzt nicht mehr. Und das ist komisch. Deine Tochter wahrscheinlich. Was bleibt denn sonst in Erinnerung? Sehr, sehr viel Spaß. Sehr, 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 sehr viele liebe Menschen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich fand's gut. Ja. Gut, liebe Leute, die Pathologie war traurig, aber jetzt wird es noch viel trauriger, denn das war die allerletzte Einstellung von Matthias Brenner als Dr. Katzmann im Bremer Tatort. Bravo. Ritual, das Ritual hierher zu fahren und natürlich Florian und die beiden. Das wird schon, ich weiß genau, was passiert. Es wird so in einem halben, dreiviertel Jahr, wird so bei mir aufkommen, so, wann ist denn, das ist ja immer so im Herbst gewesen, gibt es eigentlich Bücher, wann ist, ach nee, ist ja diesmal gar nicht. Und so, das wird dann, das Gefühl wird da bleiben. Aber es bleibt ein Lächeln, stärkeres Lächeln als ein kleines Lächeln.